Na, mal ganz kurz. Gleichung lösen erkläre ich ganz kurz hier und ganz schnell. Wir gucken hier, wo sind mehr Xe? Auf der linken Seite? Nein, auf der rechten Seite sind mehr Xe. Gut, ich mache es mal anders. Ich mache es mal sogar extremer. Ich sage mal, warte mal. Dann sieht das anders aus. Hier steht minus 8x. Dann sind aber links mehr Xe. Also, was mache ich? Ich lasse die mehreren Xe, nämlich diese 6x, da, wo sie sind. Und kümmere mich darum, dass die wenigeren, nämlich die negativen, verschwinden. Also plus 8x. Erster Vorschlag. Dann steht hier 6x plus 8x sind 14x plus 7 ist gleich und hier hat sich's aufgelöst und hier ist eine 9. So, die 7, die muss rüber. Ja, also Gegenteil von plus 7 ist minus 7. Dann steht hier 14x alleine und hier steht 9 minus 7 ist 2. So, jetzt teile ich noch durch 14, denn hier steht ja mal 14. 14 mal x, also Gegenteil von mal, ist geteilt durch, also teile ich durch 14. Und dann steht hier x ist gleich 2 Vierzehntel. Das kann ich natürlich noch kürzen. Durch 2 ist 1, durch 2 ist 7 und das schreibe ich dann nochmal sauber hin. Leute, sauber hinschreiben und man erkennt, es wird immer weniger. Wie das aber im Einzelnen funktioniert, dazu gibt es dann ein Video. Ich werde dann hier entsprechend noch verweisen auf dieses oder ähnliche Videos oder auf einen ganzen, eine ganze Playlist davon. So, das war's bis dahin. Na dann, dann bin ich mal gespannt.